Und passend zum Anpfiff sind wir da. Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern München. Unser nächstes Achtelfinale. Vor dem Schichtwechsel gleich dann Moritz Knorr am Mikro. Gleich schon die erste gute Aktion. Paul Wanner. Einer von vier 14-Jährigen, die hier sind. Nächste Großchance. Eintracht Frankfurt. Also, wenn das so weitergeht, haben wir mal richtig geile Minuten vor uns hier. Was für ein Start. Zwei gute Möglichkeiten. Jeweils auf andere Seite. Also, Paul Wanner, U15-Nationalspieler. Erst ein Tag vor Heiligabend. 14 Jahre alt geworden. Bayern insgesamt mit vier jungen Spielern am Start. Frankfurter ja schwacher Start, zwei Niederlagen gegen Werder und Schalke und dann zwei Siege gegen Dortmund und Leipzig. Also haben sich richtig gefangen. Und die Bayern ja Licht und Schatten. 3-0 gegen die Mühlis, 2-2 gegen Köln. Dann eine 2-4 Niederlage gegen Wolfsburg. Und dann gab es noch heute Morgen ein packendes 3-3 gegen den BVB. So, nächste Chance. Wanner! Und der Ball sitzt. 1-0. FC Bayern München. Und es ist das Duell der klassischen Musiktorhymnen. Denn auch im Frankfurter Waldstadion ertönt natürlich eine Hymne. So, hier der Treffer. Wanner direkt gedreht, sofort erkannt die Situation. Und zur Führung eingenetzt für die Bayern. Die ein Stück weit für mich auch in diesem Spiel Favorit sind, weil sie tolle Spieler in ihren Reihen haben. Dürfen uns aber auch bei Eintracht Frankfurt zum Beispiel freuen auf Luis Kolbe, den Nationalspieler. Für die Eintracht kommt gleich wieder beim nächsten Block auf die Platte. So, nächste Aktion. Große Chance für Bayern. Kein Foul, richtig entschieden von Christian Westermann. Da hat es einfach zu lange gedauert für Alexander Pavlovic. Der jetzt aber schon wieder hinten ist. Wahnsinn! Den Ball sichert, über die Bande gespielt, klasse gemacht. Und dann gerettet. Also, toll. Pavlovic, der vorne den Ball verliert, nach hinten sprintet, die Kugel gewinnt. Dann über die Bande leitet sein Mitspieler zur nächsten Großchance ein. Wahnsinnig gutes Spiel. Hohes Niveau. Und die nächste Möglichkeit für Ada Temur, die Nummer 3 bei Eintracht Frankfurt. Jetzt die Parade von Bayerns Keeper Ritzi Hülsmann. Hülsmann wieder hellwach auf dem Posten. Übergelegt, oh, der hätte fast noch gefährlich werden können, aber Leon Keranovic klärt für die Hessen. So, nächster Abschlussversuch Bayern München. Also es geht rauf und runter. Kein großes Spiel gegen den Ball. Einfach Vollgas-Fußball. So wie wir das lieben. Tolle Partie. So, ich glaube, die 4 Sekunden waren bereits abgelaufen. Deswegen Freistoß für die Bayern. Nächste gute Möglichkeit, die Führung auszubauen.
Und der sitzt. Ganz genau gezielt. Benjamin Dibrani trifft für den FC Bayern München. Und zur Belohnung Pause für ihn. Ja, das ist dann ärgerlich, diese 4-Sekunden-Regel. Hier sehen wir es nochmal. Klasse quergelegt und dann einfach eingenetzt. War viel Verkehr vor dem Tor. Und deswegen nichts zu machen. Ja, auch Bayerns Nummer 10 am Ball. Jetzt mal das Nachsehen. Schussversuch von Antonio Tikiewicz. Die Nummer 16 bei Eintracht Frankfurt. Foulspiel. Freistoß vor dem Strafraum gehalten, sagt Westermann. Glaube auch, das Foul ging vor dem Strafraum los. Und deswegen richtige Entscheidung des Schiedsrichters vom BSC Blasheim. Ah, Abstand passte nicht. Jetzt übrigens mal achten auf die Nummer 4 bei Eintracht Frankfurt im Zentrum. Das Luis Kolbe, Nationalspieler. Und sehr, sehr auffällig. Im bisherigen Turnierverlauf. So klasse rübergespielt. Das ist wieder Wanner. Und Wanner nimmt Maß. Macht sein zweites Tor in diesem Achtelfinale. Bayern also auf Kurs. Auch ein cooles Bild. Westermann da leicht überragt, was die Körpergröße angeht. Aber setzt sich trotzdem durch. Klasse gespielt. Nächste Möglichkeit. Wanner liegt quer. Die Bayern zaubern sich ins Viertelfinale. Kenan Yildiz trifft nach Vorlage von Wanner, der jetzt richtig auftritt. Jetzt gibt es gelbe Karte für Luis Kolbe, weil er seitlich über die Bande gesprungen ist. Das nicht erlaubt. Wechsel nur hinter dem Tor. Wird ihm jetzt ziemlich schnurzegal sein. Also Bayern bockstark hier. Und wie gesagt, nochmal 4 Spieler Jahrgang 2005. Die sind 14. Behaupten sich hier gegen die Spieler. Ist ein Statement, was die Bayern setzen, und gibt uns die Gelegenheit, mal kurz vorauszuschauen. Bayern München würde treffen auf den VfB Stuttgart, aber jetzt kein Tor. Da war der Jubel und die Täubende schon da. Oh. Grätsche und Handspiel. Clever. Ja, war gestern schon Eyüp Aydin richtig auf Zack, was Cleverness angeht. So, hier nochmal zu sehen. Und jetzt hat man unten rechts noch ganz bewusst mit der rechten Hand nochmal rausgefahren, um ja auch keinen Vorteil zuzulassen. Also, abgewichst, sagt man, glaube ich. So, Schussversuch wieder geblockt. Also Bayern würden hier beim Weiterkommen auf den VfB Stuttgart treffen werden. Spannendes Duell der Teams aus dem Süden. So, Frankfurt wehrt sich nochmal. Geben nicht auf. Machen weiter. Bekommen den nächsten Freistoß.
Tor, nächste Standard. Ja, Bayern macht das gut, extrem wach. Lassen keinen Millimeter nach. So, Schussversuch. Ball geht über das Tor. Versuch von Dritan Makai. Armband im Bild. So, jetzt die Bayern. 3 gegen 1, wenn es schnell geht. Klasse rübergespielt. Frankfurt mittlerweile mit einem Feldspieler im Tor, so wie ich das sehe. Jawohl. Haben das Risiko jetzt erhöht. Klar. Höhe der Niederlage völlig egal. Sie brauchen Tore. Also, geben hier nicht auf. Der nächste Bayern Express rollt an. Und Frankfurt kontert. Luis Kolbe da mit dem Schussversuch gegen die Bande. So, Frankfurt, Ball vergessen. Da ist aber wieder Kolbe. Sichert den Ball. Für die Hessen. So, jetzt geht's ab nach vorne. Muss abschließen. Wieder eine Hacke dazwischen. Handspiel, der Abpraller. Schussversuch geht rüber. Kolbe gewinnt das Kopfballduell, aber zweiter Ball wieder bei Bayern München. Klasse rübergelegt. Wanner auf sein Kompagnon Benjamin Tribani. Aber Ritzi Hülz mal ganz cool, noch ein bisschen nachgehakt vom Frankfurter Spieler. Stark noch geholt. Und da geht's mit allem, was sie haben, rein. Also hier von aufgeben keine Spur. Eintracht gibt alles. So, was gibt's jetzt? Ich glaube, 2 Minuten. Haben wir vielleicht noch in der Wiederholung. Dann glaube ich auch nicht zur Sache an der Bande, deswegen die 2 Minuten auch völlig richtig. So, jetzt schauen wir nochmal. Ja, ja gut, ist kein Torwart. Ordentlich weggerammt. Der 9 Meter, vollkommen berechtigt. So, Ayub Aydin tritt an. Zum 5:0 für die Bayern. So. Frankfurt darf auffüllen. Aber auch der Abpraller landet wieder bei den Bayern. Also Spielglück sicherlich auch bei den Hessen, die wie gesagt niemals aufgesteckt haben in diesem Spiel. So, jetzt nochmal mit Tempo. Und wieder, das ist wieder clever. Das gibt natürlich 2 Minuten, aber er unterbindet den Angriff. So, jetzt gibt es nochmal ein bisschen Smalltalk. 2 Minuten vollkommen unstrittig. Sehen wir jetzt auch noch mal hier. Also, nichts zu diskutieren. Top eingefangen. Danke an die Regie, an das Team von Kamera. OWL, Westermann, alles im Griff. Bei aller Hitzigkeit, die hier drin ist. Der Treffer zählt. Torwarttor. 6:0 in Unterzahl. Ah, die Hessen, sie hätten ein Tor verdient. Sie tun mir echt ein bisschen leid. Die hauen alles rein. Aber werden auch nicht gefährlich genug. Hier Schussversuch von Lukas Franco. So, hier der Abschlag in den Kasten, der hat gepasst. Auch das top eingefangen.
Die Regie ist on fire. So, Bayern. Wieder im Angriff. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass der Frust nicht zu groß wird. Westermann genau richtig, lässt jetzt ein bisschen lange Leine, um dann nicht unnötige Diskussionen immer wieder zu provozieren. Macht das gut, wie gesagt. Anspruchsvolle Partie, weil beide Mannschaften extrem Gas geben. So doof das bei 0-6 vielleicht klingt. ...1:50 noch auf der Uhr. So, vielleicht jetzt der Ehrtreffer, jawohl! Das haben sie sich verdient. Dritan Makay. Und da haben wir das Gegenstück. Fragen Sie mich nicht nach, oder fragt mich nicht nach Komponist und welche Oper. Dann bin ich beim Weinträumenden überfragt. Freude, schöner Götterfunken ist von Beethoven, glaube ich. So. Das war das Einzige, was ich hier noch mit mutigem Halbwissen raushauen würde. Also 1-6. Hilft nicht, tut trotzdem weh. Ist aber verdient. So, hier das Spiel über die Bande. Bayern beruhigt sich jetzt, Minute vor Ende. Ist das hier alles gelaufen für die Münchner. Deswegen kann ich schon mal den Schichtwechsel anmoderieren. Gleich zum nächsten Achtelfinale wird sich hier Moritz Knorr melden. Das gibt auch noch mal 2 Minuten. Ja, ist jetzt Frust, viel Frust mit bei Leon Keranovic. Hier noch mal das Revanche-Foul von eben. Aber auch hier Westermann, alles im Griff. So. Also Moritz Knorr übernimmt gleich mit dem nächsten Achtelfinal. Freut euch drauf, nächster Ehrentreffer, Eintracht Frankfurt. Antonio Dikovic zum 2:6. Also es war ein tolles Achtelfinale. Und das war's. Also Glückwunsch an die München, aber auch an Eintracht Frankfurt. Für einen couragierten, für einen beherzten Auftritt. Gleich geht es hier weiter mit Moritz Knorr.